Sprichwort schon einmal gehört, aber entspricht dies der Wahrheit? Forscher haben entdeckt, dass gutes Essen ein sehr ähnliches Glücksgefühl auslöst wie das Verliebtsein. Bei beidem wird das sogenannte Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert und sorgt für positive Reaktionen im Körper. Schokolade ist eins dieser Glücklichmacher, denn es ist ein weit verbreitetes Gerücht, das die Menschen glücklicher macht. Außerdem soll sie auch aphrodisierend wirken. Also dann mal ran an die Schokolade. Egerking. Für 55 Asylbewerber aus Eritrea in der Gemeinde Egerking wurde gemäß 20 Minuten ein täglicher Catering-Service organisiert, weil ihnen laut Blick am Abend das Kochen in der Profiküche verboten ist. Laut den von uns befragten Experten birgt das Kochen in einer Profiküche tatsächlich seine Tücken. Deshalb sei vom Gebrauch durch Amateure, in diesem Fall den Asylanten, dringend abzuraten. 20.000 Franken im Monat habe das Asylanten-Catering den Solothurner Steuerzahler gekostet. Diesem Treiben wurde nun laut offiziellen Angaben aus Bern ein Ende gemacht. Es würden nun Profiköche eingesetzt, die für die Asylanten kochen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen war. Darüber, ob diese Lösung nun finanziell effizienter sei, wollten sich die Verantwortlichen nicht äußern. Kochen ist der neue Trend. Selbst Promi-Mütter schwingen selber den Löffel. Dies zeigt uns Drew Barrymore. Für ihre Kinder lernte sie zu kochen, wie sie dem Magazin Urban Lounge verrät. Dass unsere Sternchen doch kochen können, beweisen sie uns immer wieder bei Promi-Dinner auf Fox. Wollen Promis damit nur Aufmerksamkeit gewinnen? Nötig haben sie es nicht. Doch wie Angelina Jolie verrät, haben sich ihre Prioritäten seit der Hochzeit mit Brad Pitt verändert. Sie holt sich extra Hilfe von einem Profi, um ihre Kochkünste aufzubessern. Zwar glaubt Brad Pitt nicht daran, dass sie wirklich kochen lernt, doch wo ein Wille ist, ist oftmals auch ein Weg. Darum, Angelina, gib nicht auf und üb fleißig weiter. Fastfood kann tödlich sein. Dass Fastfood zu Übergewicht führt, ist weltweit bekannt. Dass jedoch auch Leberversagen und weitere Folgen möglich sind, weiß kaum jemand. In Frankreich wurde dieser Umstand vor kurzem einem 14-jährigen Knaben zum Verhängnis. Er verstarb an dem Verzehr von Fastfood. Umfragen auf den Straßen haben bewiesen, dass nur 2 von 10 Eltern wissen, wie gefährlich ein McDonald's-Besuch für den Körper sein kann. Arnold Schwarzenegger will über dieses Übel aufklären und verlangt von den Eltern Vorbeugung. Kinder nehmen ihre Eltern als Vorbilder. Eine gesunde Ernährung seitens Eltern wirkt sich also direkt auf die eigenen Kinder aus. Damit die eigenen Kinder auch fähig sind, sich selbst gesundes Essen zuzubereiten und somit einen Ausweg von Fastfood haben, sollte in jedem Haushalt mit Kindern eine Küche vorzufinden sein. Kinder benötigen Zugang zu gesundem Essen. Es ist verhasst und wird doch geliebt. Nach einem köstlichen Festmahl mit guten Freunden am Samstagabend steht ein riesiger Berg von Geschirr und Pfannen in der Küche. Man ist müde vom Kochen und dem langen Abend und möchte sich nicht noch eine halbe Stunde lang mühsam abrackern. Gleichzeitig will man aber auch nicht unter der Last des schlechten Gewissens leiden, das einen ständig daran erinnert, was man eigentlich noch zu tun hätte. Wir finden, dass dieser Dämpfer am Schluss eines gelungenen Abends nicht sein muss. Bereits der deutsche Aphoristiker Olaf Domen sagte, die beste Motivation ist das eigene Wollen. Wenn man also seinen inneren Schweinehund überwinden kann und nochmals an die Arbeit geht, ist die Last dieser Arbeit sehr viel kleiner. Eine perfekte Motivation dafür, nochmals an diese Arbeit zu gehen, ist zudem das Gefühl von Reinheit und Vollendung, wenn man am Ende auf die blitzblanke Küche blickt und voll Zufriedenheit das Licht löscht. Dies ist jeweils auch der einzigartige Moment, der uns zum Schweben bringt. Auf uns rollt eine Diabeteswelle zu, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU Jens Spahn. Anlässlich des Weltdiabetestag am 14. November 2014. Vor allem Kinder erkranken immer häufiger an Diabetes Typ 2. Dies ist oftmals auf starkes Übergewicht zurückzuführen. Ein Entwurf für eine nationale Diabetesstrategie sieht unter anderem mehr Aufklärung über Risikofaktoren und zielgerechte Präventionsmaßnahmen vor. Sehr präventiv ist,
wenn Kinder schon früh Einblicke in die Küche bekommen. Dies bestätigt auch Theresa Steiner, diplomierte Spielgruppenleiterin. Auch wir stellen einen Zuwachs an Diabetes fest. Wir appellieren schon früh an die Eltern, mit ihren Kindern zu kochen. Dadurch lernen sie, was gesund ist und verbringen schöne Momente mit ihren Eltern. Auf was warten Sie noch? Beginnen Sie mit Ihren Kindern zu kochen. Weltweit leiden immer mehr Menschen an Diabetes. Besonders die Zahl der jungen Diabetiker steigt stark an. In Deutschland zum Beispiel erkranken jeden Tag 750 Menschen an Diabetes. Dabei unterscheidet man zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2. Typ 2 wurde früher auch als Altersdiabetes bezeichnet und betrifft, wie es der Name schon sagt, ältere Menschen. Dagegen sind von Typ 1 vor allem Kinder und Jugendliche betroffen. Diese Entwicklung ist allem voran auf die fehlende Bewegung und die falsche Ernährung zurückzuführen. Fast Food und das riesige Angebot an Unterhaltungselektronik tragen stark zu dieser Entwicklung bei. Neben der Fettleibigkeit und der Gefahr, an Diabetes zu erkranken, müssen die Kinder auch oft den Spott der Gesellschaft ertragen. Es liegt an erster Stelle an den Erwachsenen, den Kindern Bewegung und Sport schmackhaft zu machen, sowie ihnen das gesunde und abwechslungsreiche Kochen näher zu bringen. Wer kennt nicht das Gefühl, man steht den ganzen Tag in der Küche und erhält abends Komplimente für das feine Essen? Jeder liebt es. Gerade Promis nutzen die Küche als Schauplatz. Wie wir das all Woche bei Das perfekte Promi-Dinner auf Fox beobachten können. Daneben wird von Müttern verlangt, sie können automatisch kochen, sobald sie die Kleinen auf die Welt bringen. Diese Kombination Stars und Mutter löst viele Bemühungen aus, eine gute Figur als frisch gebackene Mami vor der Kamera zu machen. Wie vor weniger als einem Monat die Erdbeerlounge veröffentlichte, dass Drew Barrymore eine schlechte Köchin sei. Doch diese hat es im Gegensatz zu Angelina Jolie selbstständig geschafft und will so eine bessere Mutter sein. Ungeschickt, ja sogar verliebt oder einfach ein bisschen zu viel des Guten. Sind Sie mit den Gedanken woanders, sodass Ihnen der Salzstreuer ausrutscht? Das verliebte Essen versalzen ist laut der Ernährungsberaterin Gisela Heimgartner ein Klischee. Ich denke, dass man den Partner mit seinen Kochkünsten beeindrucken will, denn Kochen ist ein sehr attraktives Hobby. Vielleicht macht man einfach ein bisschen zu viel des Guten oder ist mit den Gedanken bereits woanders. Eltern mästen ihre Kinder. Jedes fünfte Kind in der Schweiz ist übergewichtig. Die krankhafte Fettsucht, die sogenannte Adipositas, tritt doppelt so häufig auf wie in den 80er Jahren. Als Grund für die häufige Adipositas stehen gesellschaftliche Probleme für Fachleute im Vordergrund. Als Hauptverursacher werden die Eltern der betroffenen Kinder zur Verantwortung gezogen. Wissenschaftliche Ergebnisse haben gezeigt, dass vor allem die Mutter die Gewichtsprobleme des Kindes beeinflussen. Und diese zwar schon vor der Geburt des Kindes. Ist die Mutter während der Schwangerschaft übergewichtig oder nimmt stark zu, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind an Fettleibigkeit erkrankt. Darum sollten sich die Eltern schon möglichst früh mit dem Thema gesunde Ernährung befassen. Ein Aufruf an alle Eltern. Kocht gesund mit euren Kindern, denn Kinder lieben das Kochen. Wellness in der Küche. Küchen sind oft kühl, funktional und kalt, allenfalls chaotisch und schlecht riechend. Doch wie bringt man eine Küche in eine Entspannungsumgebung? Laut der Internetseite Neurexan zum Thema Entspannung durch Ruhe und Farben rufen Farben Assoziationen hervor und stärken oder dämpfen die Stimmung. Laut der Seite farben-und-leben.de seien Farben ein hervorragendes und einfaches Mittel, sein Wohlbefinden zu steigern. Küchen werden mit frischen Farben und himmlischen Gerüchen zu einer wahren Entspannungsoase. Oftmals braucht es Farben in Form von frischem Gemüse oder in Früchten oder auch als Dekoration der Küche mit Licht oder Accessoires. In einer harmonischen Küche
lässt es sich besser und entspannter kochen. Schweben sie doch in Farben und Gerüchen. Catering für Asylanten. In Eagle King werden seit kurzem Asylanten durch einen Catering-Service bedient. Circa 55 Asylanten halten sich im Asylzentrum auf und genießen die hiesige Küche. Dies nicht aber, weil sie keine Lust auf Kochen haben oder weil sie sich etwas gönnen wollen. Nein, das Asylantenzentrum ist tatsächlich eine stillgelegte Klinik, die unter anderem Komfort auch eine Profiküche bietet. Da diese Küche aber sehr wertvoll ist und nur von Profiköchen bedient werden darf, ist von der Gemeinde ein Catering-Service organisiert worden, der die Asylanten mit Köstlichkeiten besorgt. Das aber nicht umsonst. Blick berichtet, dass die Gemeinde 20.000 Franken im Monat dafür zahlt, dass die Küche nicht kaputt geht. Viele Einwohner der umliegenden Gemeinden sind empört. So auch Averin Steiner, die sich auf dem Online-Portal des Blicks sich äußert. Ja, super, das Restaurant im Dorf wäre wohl kaum billiger, oder? Liebe geht eben doch durch den Magen. Neueste Studien des Happiness Instituts haben erwiesen, dass das gemeinsame Kochen mit Freunden und Geliebten die Lebensfreude steigert. Zusammen schmeckt es einfach besser. Hier gehen die Royals von England mit gutem Beispiel voran. Noch im weit entfernten Mexiko kochen Prinz Charles und seine Gattin Camilla mit großem Engagement und Freude. Frauen gehören nicht mehr alleine in die Küche. Gemeinsam muss gekocht werden. Das ist der Grundstein für eine gute und starke Beziehung, laut den Experten des Happiness Institutes. Mit der Aufklärung können wir gar nicht früh genug anfangen. Dies erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn. Seine Aussage bezieht sich auf die Prävention von Diabetes bei Kindern. Denn laut der Union rollt eine Diabeteswelle auf uns zu. Um diese abzuwenden, will man vor allem Fettleibigkeit bei Kindern reduzieren. Diese gilt nämlich als Hauptgrund für eine Erkrankung an Typ-2-Diabetes. Wenn Kinder schon früh an eine gesunde Lebensweise herangeführt werden, sinkt das Risiko, später einmal an Fettleibigkeit oder Diabetes zu erkranken, drastisch. Deswegen lohnt es sich, Zeit mit seinen Kindern in der Küche zu verbringen, um ihnen eine gesunde Lebensweise zu zeigen und auch wie man gesund kocht. Viele Eltern haben jedoch Angst um ihre Kinder, da die Küche viele Gefahren bergen kann. Doch wenn man beim Kochen gut auf seine Kinder aufpasst und sie auf die Gefahren in der Küche hinweist, so kann nicht viel passieren. Je früher Kinder lernen, was gesunde Ernährung bedeutet, desto besser wird es ihnen später einmal gehen. Denn Kochen kann auch sehr viel Spaß machen. Und wie Sie sicherlich wissen, lieben Kinder Spaß. Dies war der Bericht zum Weltdiabetestag. Fastfood tötet unsere Kinder. In Frankreich ist ein 14-jähriger Junge in einem Fastfood-Lokal verstorben. Das Fastfood-Lokal wurde daraufhin geschlossen. Laut Experten kommen die meisten Kinder bereits in jungen Jahren in Kontakt mit Fastfood, weil die Eltern ihre Vorbildfunktion vernachlässigen. Frau Susanne Combs, Landwirtschaftsministerin von Texas, meint, wir töten unsere Kinder mit Fastfood. Doch sind diese scharfen Worte gegen Fastfood berechtigt? Fakt ist, dass Fastfood unsere Leber schädigt und zu Übergewicht führt. Doch was können Eltern dagegen unternehmen? Experten sind sich einig, dass eine Küche in den eigenen vier Wänden Abhilfe schaffen kann. Man soll mit den Kindern das gesunde Kochen lernen und damit die Kinder wissen, wie sie sich bewusst ernähren können. Töten wir unsere Kinder mit Fastfood? Weltweit werden immer mehr Kinder übergewichtig. Laut Experten liegt dieser Umstand an dem ständig wachsenden Verzehr von Fastfood. Doch Übergewicht ist nicht die einzige Gefahr, die von Fastfood ausgeht. Vielen Leuten ist unbekannt, dass Fastfood die Leber stark schädigen kann. Speziell Kinder sind dieser Gefahr stark ausgesetzt. In Frankreich ist ein 14-jähriger Junge nach einem Essen in einer Fastfood-Bude gestorben. Action-Schauspieler Arnold Schwarzenegger verlangt von den Eltern Vernunft. Sie sollen als gute Vorbilder die Kinder zu gesundem Essen ermutigen. Frau Susan Combs, Landwirtschaftsministerin von Texas, warnt sogar davor, dass wir mit Fastfood unseren Nachwuchs töten. Diverse Fachleute empfehlen eine eigene Küche zu Hause, damit man Kindern beibringen kann, dass es außer Fastfood noch diverse gesunde Speisen gibt.
stärkt TV-Köchin Sarah Wiener unsere Kinder. Heutzutage sind viele Kinder schüchtern und verunsichert, gehen nicht mehr so viel raus und schauen viel öfter Fernsehen. Das kann auch die Sozialkompetenz von Kindern einschränken. Sarah Wiener ist überzeugt, dass Kochen Kindern in vielerlei Hinsicht helfen kann. Kochen stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder sowie die Urteilskraft, was den Kindern gut tut und was weniger. Deswegen hat die TV-Köchin mit ihrer Stiftung ein Projekt gestartet, in dem sie mit verschiedenen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern gemeinsam kocht. Das Ziel des Projekts ist, die Freundschaft unter den Kindern zu stärken und ihnen die Vielseitigkeit des Kochens zu zeigen. Kind stirbt beim Essen von Fastfood. In Frankreich ist vor kurzem leider ein Kind während dem Essen von Fastfood gestorben. Der 14-jährige Junge hatte keine gesundheitlichen Probleme. Das Fastfood-Lokal wurde anschließend geschlossen. Leider war dies nicht der erste Todesfall von Fastfood. Mit steigender Beliebtheit von Fastfood steigt die Bewusstheit der Gefahr leider nicht. Kaum jemand weiß, dass Fastfood die Leber beeinträchtigt. Für junge Kinder ist dies speziell gefährlich. Neben der Überfettung sterben aufgrund dessen immer wieder Personen an Fastfood. Vorbeugen lässt sich das Ganze eigens durch gesunde Ernährung. Eine eigene Küche kann dabei helfen. Kinder sollen bereits möglichst früh kochen lernen, damit sie sich auch im späteren Leben bewusst ernähren. Arnold Schwarzenegger appelliert an die Eltern: Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Da der Catering-Service für die Asylbewerber auf die Länge heraus keine effiziente Lösung ist, suchen die Zuständigen der Klinik in Egerkingen für eine andere Option. Wie es scheint, hat man bereits einige gefunden. Doch was versprechen diese? Die Idee der Anstellung eines Profikochs war eine unter vielen. Die Küche hätte durch das Know-how des Kochs keinen Langzeitschaden hervorgetragen. Trotz diesen Argumenten stieß diese Idee auf wenig positives Feedback. Die Idee, dass die Asylbewohner sich selbst bekochten, hingegen erhielt viel Zustimmung. Mittlerweile ist man am Abklären, ob die Anschaffung einer Mobilküche eine gute Alternative wäre. Was jedoch dagegen spricht, ist die These, dass man den Pendelverkehr zwischen Klinik und Egerkingen so gering wie möglich halten möchte. Wie die Endlösung aussehen wird, steht somit noch in den Sternen. Schweizer bekommen verdorbenes Fleisch serviert. Laut Sonntagsblick soll Karna Grischa Verfalldaten und Herkunftsdeklaration verfälscht haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, ausländisches Geflügel und Rindfleisch als schweizerisches Fleisch deklariert und Pferde als Rindfleisch verkauft zu haben. Die Vorwürfe sind durch Dokumente belegt, die der Zeitung vorliegen. Laut Karna Grischa handelt es sich um Einzelfälle. 98% der Kunden haben richtig deklariertes Fleisch erhalten. Betroffen sind hauptsächlich Restaurants und Kantinen. Was können Sie dagegen tun, um sich und Ihre Familie zu schützen? Essen und kochen Sie zu Hause mit Ihrem Partner. Liebe geht durch den royalen Magen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Menschen leben seit jeher in Gruppen und genießen die schönen Momente im Leben zusammen. Dazu gehört selbstverständlich auch das Kochen. Erinnern Sie sich an die schönen Düfte, die Sie riechen, wenn zur Weihnachtszeit Kekse im Backofen goldbraun backen? Alle Formen der Zubereitung einer Mahlzeit sind damit gemeint. Aktuelle Studien besagen, dass das Kochen Menschen verbindet. Es fördert die Zusammenarbeit und die Freundschaft. Laut FriendScout24 werden 80% der Frauen gerne von Männern bekocht und umgekehrt. So auch bei Camilla und ihrem Gatten Prince Charles. Die beiden vergnügen sich beim Kochen von Cornish Pasty, eine Spezialität, die von England nach Mexiko, genau gesagt nach Real de Monte, gebracht wurde. Asylanten bekommen Catering bezahlt. 55 Asylbewerber sind vor kurzem in einer stillgelegten Klinik in Egerkingen eingezogen. Diese ist mit einer professionellen Küche ausgerüstet, die nur von Fachpersonen betrieben werden darf. Deshalb werden die Asylanten jeden Mittag von einem Catering-Service aus dem Kanton Spital Solothurn mit Essen versorgt.
Das Catering kostet im Kanton rund 22.000 Franken im Monat. Die umliegenden Bewohner sind entrüstet und wollen einerseits, dass die Asylanten selber kochen und andererseits, dass sie keinen Kontakt zum Dorf haben. Dass das Bedienen einer Profiküche für Selbstversorgung verboten wird, ist nur verständlich. Wie der Begriff bereits sagt, handelt es sich für eine Küche für professionelle, das heißt speziell ausgebildete Köche. Dabei geht es um den korrekten Umgang mit elektrischen und gasgeführten Geräten und um deren Preis. Ohne entsprechende Schulung kann es zu gefährlichen Ereignissen kommen. Liebe fängt in der Küche an. Prinz Charles und seine Gattin Camilla kochen fröhlich zusammen Pasteten in Mexiko. Doch hilft zusammen Kochen für die Liebe? Laut Parship sollte dies in einer Beziehung die Bindungen stärken. Dieser Trick sollte man vor allem bei seinem ersten Date anwenden, denn so kann man zusammen etwas erreichen und wenn es gut kommt, schmeckt es sogar. Auch bei älteren Paaren, wie hier bei Charles und Camilla, macht Kochen zu zweit Spaß. Ob die beiden wohl auch zu Hause kochen, ist fragwürdig, denn wahrscheinlich haben sie viel zu viel um die Ohren. Doch trotzdem schenken sie sich einander Zeit und begeben sich einmal in die Küche. So sehen wir auch das verwöhnte englische Königshaus in der Küche stehen und ihr Essen selber zubereiten. Denn wer kochen kann, der ist der Star der Familie. Gehocht. Sind Sie immer noch alleine? Laut Partnervermittlungsagenturen finden Singles, die kochen können, leichter einen Partner. Singles aufgehocht. Sind Sie immer noch alleine? Laut Partnervermittlungsagenturen finden Singles, die kochen können, leichter einen Partner. Wie aktuelle Umfragen ergeben, finden über 60% der Singles Partner anziehender, die kochen können. Diplompsychologin Lisa Fischbach erklärt dieses Phänomen. Bei beiden Geschlechtern steht Kochen ganz oben auf der Attraktivitätsskala. Wer gerne und gut kocht, zeigt damit Lebensqualität, Gesundheitsbewusstsein und Häuslichkeit. Gerade Frauen finden es toll, wenn Männer selbstbewusst am Herd stehen. Na dann mal ran an die Buletten. Bunte Küche gegen Stress. Heutzutage sind viele Menschen durch ihr berufliches Leben gestresst. Wenn wir mit Arbeiten überhäuft werden und dem ganzen Druck nicht mehr standhalten können, versinken viele Menschen in ihrer täglichen Arbeit, wie das Portal von Handelsblatt und Wirtschaftswoche schreibt. Wenn wir abends nach so einem Arbeitstag voller Stress und Druck nach Hause kommen, sind wir physisch am Anschlag. Da gibt es nur das bunte Panorama unserer Küche, welches uns zu Hause erwartet. Durch das Zubereiten einer schmackhaften Speise mit bunten Zutaten befreien wir uns vom Stress im Alltag. Während dem Kochen können wir uns voll und ganz entspannen, denn niemand kann uns davon abhalten, ein leckeres Gericht zuzubereiten. Kein Chef, der uns mehr und mehr Aufträge verteilt, und auch keine Kunden, die uns irgendwelche Probleme haben und uns damit belästigen. Einfach niemand. Catering für Asylbewerber. 55 Asylbewerber aus Eritrea sind in eine stillgelegte Klinik in Egerking eingezogen und bekommen ein Catering. Das Kochen in der Profiküche ist ihnen untersagt. Aus ökologischer Sicht ist das Catering für Asylbewerber eine Katastrophe. Das Umweltbundesamt warnt auf seiner Homepage bezüglich des Event Catering. Fast die Hälfte der Lebensmittel wird in diesem Bereich vorzeitig entsorgt. Lebenswichtige Ressourcen wie Ackerflächen und Wasser werden dadurch unnötig verschwendet. Deshalb fordern wir Sie auf, retten Sie diesen Planeten und kochen Sie selber. Sie können es noch schaffen. Updates. Neuesten Meldungen von Tele M1 zufolge wurde das Catering für Asylbewerber in Eritrea soeben gestoppt. Diese bekommen jetzt eine provisorische Küche und können nun selber kochen. Mit diesem Schritt hat der Kanton Egerking
definitiv das Richtige getan. Liebe geht durch den Magen. Dass Liebe durch den Magen geht, beweisen Prinz Charles seine Gattin in Mexiko. Aber stimmt das wirklich? Experten sagen ja. So soll zusammen kochen, die Leidenschaft und die Kommunikation in der Beziehung fördern. So ist das Bild der Frau allein in der Küche schon längst nicht mehr aktuell. Und immer mehr Männer stehen in die Küche, um für ihre Partnerin zu kochen. Und auch rund 80% der Frauen sagen gerne, für ihren Partner bekocht zu werden. Es ist nur die Frage, ob die Gattin auch zu Hause von Prinz Charles bekocht wird. Es ist fraglich bei den vielen Bediensteten, die die beiden haben. Schweizer essen in Restaurants verdorbenes Fleisch. Laut einem Bericht wird die Firma Carne Agnese beschuldigt, dass sie Herkunftsdeklaration verfälscht haben soll und so Pferdefleisch aus dem Ausland als Schweizer Rindfleisch verkauft hat. Davon betroffen sind Restaurants, Kantinen und Metzgereien. Wie sie ihre Familie und sich selber dagegen schützen können und was ein Elch damit zu tun hat, erfahren Sie gleich nach dem Bericht. Was dagegen machen? Genau dieses Thema haben wir für Sie unter die Lupe genommen. Kochen Sie lieber gesund zu Hause mit der Familie, denn Sie wissen nicht, was Sie beim nächsten Restaurantbesuch auf dem Silbertablett serviert bekommen. Sie wollen doch nicht, dass Ihr gebratenes Steak zum Leben erweckt wird, wie es letztlich Steffen Burkhardt in der Dresdner Kantine erlebt hat. Sehen Sie selbst. Kochen wird immer mehr zum Promi-Trend. Das kommt von dem Klischee, dass Promis eigentlich gar nicht nötig haben zu kochen. Nicht alle Promis geben sich aber damit zufrieden. Vor allem Starmütter lassen sich das nicht gefallen. Drew Barrymore ist so ein Beispiel. Seit sie Kinder hat, lässt sie nichts mehr anbrennen. Sie ist der Meinung, dass man in der Lage sein muss, den Kindern etwas zu essen zubereiten zu können. Auch in der Sendung von Fox, das perfekte Promi-Dinner, wollen immer mehr deutsche Promis beweisen, dass sie kochen können. Da es so auch zu einem öffentlichen Thema wird, geben auch immer mehr junge Sternchen zu, dass sie nicht kochen können. Gibt es ein Gericht, welches Liebe entstehen lassen kann? Wissenschaftler bewiesen, dass die Portion des Essens oder die Essensentscheidung eine Rolle spielt. Laut Psychologin Dr. Wiebke Neberich: Der Restaurantbesuch ist ein wesentlicher Teil eines Dates. Wird nichts bestellt, kommt das einer Absage gleich. Aus diesem Artikel, den Frau Neberich verfasst hat, ist zu schließen, dass Liebe direkt keinen Zusammenhang zum Essen selbst hat. Viel wichtiger ist die gemeinsame Zeit, welche man zusammen verbringt. Skandal, Skandal. Skandal, Skandal. Es ist besser zu Hause zu kochen, als auswärts zu essen. Studien, Tests sowie auch diverse Schimmeltests haben diese Aussage bestätigt. Schon wieder werden Restaurants sowie auch Fastfood-Ketten geschlossen, wie zum Beispiel Burger King. Burger King schließt jetzt 89 Filialen und davon betroffen sind ca. 3000 Mitarbeiter. Könnte es sein, dass Sie letztens bei Burger King gegessen haben? Könnte es sein, dass Sie jetzt tödliche Bakterien in Ihrem Bauch haben? Deswegen essen Sie zu Hause, kochen Sie zu Hause und am besten mit Ihrem Partner. Dann wissen Sie auch, was in Ihrem Essen drinnen war, dass Sie gesund bleiben, dass Sie fit bleiben und dass Sie natürlich bleiben. Auf Wiedersehen.